Willkommen zum ersten Video. Als erstes habe ich euch nochmal die Vokabeln zusammengestellt, die ja heute zu lernen waren, beziehungsweise die ihr nochmal braucht. Los geht's. Dans mon sac. Zuerst schauen wir uns alle Wörter nochmal an, um sie zu lernen. In der Zeit mache ich auch immer ein paar Pausen, aber nicht so viele. Später zum Testen gibt es ein paar mehr Pausen. Un crayon, ein Bleistift. Une gomme, ein Radiergummi. Un cahier, ein Heft. Un livre, ein Buch. Un effaceur, ein Tintenkiller. Une règle, ein Lineal. Un sac, ein Rucksack, eine Tasche. Une trousse, ein Mäppchen. Jetzt wird geübt. Das spätestens jetzt musst du die Präsentation abspielen, ist für euch hinfällig, weil wir es ja sowieso als Film machen. Was war denn ein Crayon gleich wieder? Das war ein Bleistift. Une gomme, was ist denn das? Richtig, ein Radiergummi. Un cahier, was ist das? Und ein Heft. Un livre. Was ist das? Ein Buch. Und un effaceur? Na klar, das ist ein Tintenkiller. Une règle. Das ist ja jetzt leicht. Wir haben ja schon fast alles. Na, jawohl, ein Lineal. Un sac. Oh, der ist ganz leicht, den weißt du bestimmt. Ein Rucksack natürlich oder auch eine Tasche. Une trousse. Das war natürlich unser Mäppchen. So, fertig für die zweite Runde. Jetzt machen wir es andersrum. Deutsch-Französisch. Eventuell machst du jetzt kurz Pause, stehst einmal auf, zappelst kurz durch. Wenn wir schon zu Hause lernen, dann gönnen wir uns den Luxus. So, fertig gezappelt und es geht weiter. Was war ein Bleistift gleich wieder? Un Crayon. Un Crayon. Und was war ein Radiergummi? Une Gomme. Une Gomme. Was ist ein Heft? Un cahier. Und was ist ein Buch? Un livre. Un livre. Ein Tintenkiller. Un effaceur. Un effaceur. Und was war ein Lineal? Une règle. Une règle. Ein Rucksack, was ist das? Un sac. Un sac. Und was ist ein Mäppchen? Une trousse. Une trousse. Jawohl, fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade euer erstes Lehrvideo geguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bald kommt Nachschub.